Johanna Elsig, heute gab es Essen gegen Potsdam. Wie haben Sie das Spiel erfahren? Ich denke, dass wir uns die ersten 10 Minuten ein bisschen schwer getan haben, aber dann sehr gut ins Spiel gekommen sind und noch einige Torchancen hatten, die wir leider nicht nutzen konnten. Und ja, ich denke, dass ein 1-1 unverdient für uns war, dass wir die bessere Mannschaft waren und dass wir definitiv hätten den Sack vorher zumachen können. Sie machen das Tor in erster Halbzeit? Ja, genau. Also wir gehen 1-0 in Führung. Glücklicherweise habe ich dann das Tor gemacht und ich denke, dass wir dann eigentlich eine souveräne erste Halbzeit spielen, in der zweiten Halbzeit einfach nachlegen müssen, beziehungsweise auch in der ersten Halbzeit, und das ist uns nicht gelungen. Dementsprechend haben wir 1-1 gespielt und ja, damit müssen wir jetzt leben, aber wir haben alles noch in der eigenen Hand und ich denke, dass wir weiterhin oben mitwischen können. Ja. Das nächste Spiel für Potsdam ist gegen Freiburg, die einzige Mannschaft, gegen die Sie verloren haben. Wie sehen Sie das? Ich denke, das wird wieder ein schweres Spiel, aber wir spielen zu Hause, wir sind sehr heimstark und wollen auf jeden Fall unseren Fehler von der Hinrunde wieder gut machen. Die Mannschaft wird das auch ohne mich schaffen, ich bin ja gelb gesperrt dann, aber ich denke, dass wir jetzt in guter Dinge sind. Ist das Ziel, wieder in Champions League hinzukommen? Jetzt, wo wir da oben sind, wollen wir auch da oben bleiben, definitiv. Natürlich wird es sehr schwer, aber wir haben, wie gesagt, alles in der eigenen Hand und versuchen jetzt, jedes Spiel wieder zu gewinnen. Okay, danke schön, viel Spaß, viel Glück auch. Danke. Okay.